Und wir beginnen wieder mit der Forschung. Interessant. Dampfengine MK2 brauche ich persönlich nicht. Was brauchen wir denn mal? Waterpumps, Ölverarbeitung. Wir erforschen mal die Ölverarbeitung, weil die werden wir auch irgendwann gleich brauchen. So, letzte Folge hatten wir unsere Plattenproduktion erweitert und festgestellt, dass wir zu wenig, ups, aufglitscht, dass wir zu wenig Erz hier nach unten bekommen. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Wahrscheinlich müssen wir auch die Bänder nochmal an schnelle Bänder wechseln, weil das sonst nicht funktioniert. Wir haben hier elektrische Öfen gebaut, die auch Verarbeitungsgeschwindigkeit 2 haben, genauso wie die Hochöfen. Aber natürlich unser Netz belasten, aber wir haben natürlich noch genug Reserven. Und hier haben wir auch zu wenig Erz auf den Bändern. Das heißt, hier müssen wir auch noch mal ein paar Erzförderer installieren. Falsche Taste. Und da hinten gibt es keinen Strom. So, die Stromforschung ist auch fertig. Das heißt, wir können jetzt auch mittelgroße Strommasten bauen. Das ist sehr schön. Die haben nämlich auch eine größere Reichweite, wie wir hier sehen. Also der geht, wenn wir den mal hier hinbauen, von der Mauer und der Mauer. Wenn wir dazu den anderen sehen, dann hat der ein größeres Feld, der Stahlmast, was uns schon an vielen Stellen sehr helfen wird. So. Das kommt damit hin. Und hier staut sich jetzt das Erz, das heißt, da müssen wir die Förderbänder einmal austauschen gegen schnellere Förderbänder. Und die produzieren wir auch schon. Und zwar hier 440 Stück, da kommen wir schon mal gut mit klar, würde ich sagen. Und dann tauschen wir das hier mal alles aus gegen schnellere Förderbänder. Den Rest hätten wir uns eigentlich sparen können. So. Und schon kriegen auch die letzten Öfen wieder Eisenerz ab. Können wir eigentlich noch mal hier das beschleunigen. So, wir sehen, kommt jetzt auch genug Erz an. Nur hier haben wir noch nicht genug Erz. Das heißt, hier wird noch nicht genug gefördert. Da könnten wir jetzt aber eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar, immer wenn hier genug Erz ist, packen wir das mit einem schnellen Greifarm einmal darüber. So. Wie man jetzt hier sieht, fördern die Greifarme auch schon zwei Stück jetzt, weil wir das Inserter-Dings geforscht haben. Nehmen das mal hier weg, damit man das auch sieht. Also der nimmt jetzt immer zwei statt ein. Das ist auch schon mal sehr hilfreich. Ja, ist schon ein bisschen besser geworden. Aber ich würde sagen, das geht auch so. Und wir haben das Erz ja auch noch für hier hinten, um hier die Stahlproduktion sicherzustellen. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch mehr Erz fördern. Was der absolute Wahnsinn ist. So, dann machen wir mal Flüssigkeitshandling. Den Tank haben wir den nicht sowieso schon? Nö. Dann müssen wir den mal erforschen. Zack. Okay. Denn fördern wir noch mehr Erz. Ist ja kein Problem. Dann würde ich auch noch mal hier das Band noch mal in ein schnelleres austauschen. Damit sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus.
Aber das hier will noch nicht so recht klappen. Kriegen wir das mit einem Bandteiler hin. Also der Bandteiler kann nicht nur teilen, der kann auch zusammenfügen. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr helfen. Wir müssen das Ganze aufteilen. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen den Tunnel hier mal weg. So. Und dafür nehmen wir jetzt mal einen gelben. Das wird ausreichen. Teilen mal das Ganze ein bisschen auf. Und am besten machen wir da noch einen von. Tauschen den gelben doch nochmal gegen den roten. So. Und bleib stehen. Das machen wir auch nochmal so. Dann haben wir jetzt beide Seiten vollständig befüllt. Und haben dann auch keinen Engpass mehr hier. Das sieht ganz gut aus. So, das ganz gleiche könnte man hier auch nochmal machen. Wenn wir hier die Produktion noch ein bisschen erhöhen. Bei den unterirdischen Förderbändern muss man mal aufpassen, dass man erst den Einlauf baut und dann den Auslauf. Das kann man zwar auch drehen, aber es ist unpraktisch. So, dann machen wir es gleich hier auch nochmal. Dafür ist der Strommast dann im Weg. So. Denn. Aber das klappt hier gar nicht. Was wir zumindest machen können. Fertilizer. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Frage, nächste Frage. Kapazitätsbonus 2. Machen wir das. Ah, es ist noch nicht perfekt hier, aber schon mal besser. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie wir das lösen wollen. Irgendwie brauchen wir hier mehr Platz. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir setzen die ganzen hier alle nochmal unter die Erde. Den und den auch. Oh, hier haben wir ein Problem. Verwunderlich, dass das funktioniert hat bis eben. So, dann gehen wir mit dem hier auch nochmal unterirdisch. Und fördern den da rein. Staut sie das natürlich hier. Also wir produzieren gerade zu viel Eisenplatten. Das ist mal Fakt. Das macht aber nichts, weil irgendwann kommen wir wieder in die Verlegenheit, zu wenig zu produzieren. So, dann machen wir die ganzen Förderbänder hier mit. Und die Greifer kommen wir... Wow, 200 Stück. So viel wollte ich gar nicht. 50 reichen erstmal. Ich würde sagen, dann können wir hier auch die Produktion schon mal ein bisschen eingrenzen. Obwohl, wir können auch vorproduzieren, weil nachher haben wir sowieso zu wenig davon. Super. Unsere Baumfarm läuft auch hier. Wie viele Bäume haben wir denn schon? 48 in Reserve. Also wie man sieht, wir verarbeiten jetzt deutlich mehr Bäume, als wir produzieren. Weil das Band war die letzte Zeit immer voll hier. Und jetzt ist es nicht mehr voll. Das heißt, wir können langsam schon mal wieder anfangen, ein paar Greenhäuser nachzubauen. So, die brauchen wir nicht mehr. Die Mauern können auch erstmal weg. Dann setzen wir hier nochmal zwei Stück dahinter. So. Dafür brauchen wir nochmal zweimal unterirdisches Rohr. Denn der muss weg. Das Band verlängern. Da setzen wir wieder einen hin. Dann das Ganze befüllen und das Ganze entleeren. Und hier fehlt dann auch nochmal Strom. Dann nehmen wir mal einen von den neuen Masten. So. Und
Und der fördert da nichts rein, weil die noch nichts wissen, was sie produzieren sollen. Was aber Schwachsinn ist, weil der kann nur das produzieren. Aber gut, das liegt wahrscheinlich an der Engine, dass das so eingestellt ist, dass man das mal auswählen muss. Vielleicht möchte man ja auch ein Greenhouse bauen, was nicht produziert. Kann ja sein. Da sind 26 Schuss drin. Das reicht erstmal. Okay. Gucken wir mal, ob zwei zusätzliche jetzt reichen. Aber spätestens, wenn wir hier mehr abnehmen und mehr produzieren, was wir eigentlich mal machen könnten, wird es irgendwann an den Punkt kommen, wo auch das nicht mehr ausreicht. Einen neuen Mast. Pop. Und einmal kopieren. So, das können wir nicht mehr erforschen. Das können wir auch nicht erforschen. Das geht auch nicht. So, Elektrolyse brauchen wir auch nachher gleich. Was machen wir denn jetzt erstmal? Reinforced Concrete Wall. Motor. Invar, weiß ich nicht, wofür wir Invar brauchen. Kobalt brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Dann forschen wir erstmal Schwefel. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir jetzt machen. Könnten jetzt eigentlich mal rüberspringen und zu Yooki gehen, um uns hier die Solarpanels zu bauen, weil die würde ich nämlich gerne haben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo denn die Yooki Solarpanel sind. Basic Phasing, was ist das denn? Expansion Bay. Oh, oh, oh. Bio Cannon Turret, die kenne ich auch noch nicht. Ah, es ist schön, dass noch viele neue Sachen dabei sind, das freut mich. Und die können wir auch nochmal erforschen, was brauchen wir denn noch dafür? Ach, hier brauchen wir doch den ganzen Quatsch. Na gut, dann haben wir erstmal noch ein bisschen was zum Erforschen. Können wir denn von Yooki schon was bauen? Industries, the Industries. Außenpassende Erzfüllung brauchen wir nicht. Brechwerk brauchen wir, Presse brauchen wir auch und den Washer brauchen wir auch, weil wir wollen nämlich diese ganzen Granulate hier herstellen. Also wir können eigentlich schon mal gucken, wo wir denn den ganzen Quatsch hier finden auf der Map. Da hinten ist es blau. Ist es das, was wir brauchen? Blau und grün. Dann würde ich sagen, bauen wir Yooki hier in die andere Richtung, weil das ist alles Wald hier. Bäh, ekelhaft. Aber wir bauen Yooki mal nach links. Ist blau jetzt Yooki oder ist blau einfach nur Unicomp? Und wir wollen dafür Unicomp haben. Gut. So, dann bauen wir hier die Mauer mal ein bisschen weiter drumherum, damit wir das dann auch in der Mauer haben. Hatten wir noch Mauern? Eine? Ja. Na, die Ecke auch mitnehmen, bitte. Das sieht hässlich aus. So, wo ist grün da unten? Können wir eigentlich hier schon mal runtergehen? Achso, grün haben wir auch da drin. Ja, brauchen wir das grüne ja erstmal gar nicht. Mal sehen, ob ich das jetzt wieder pitche hier oder ob ich das mal drin lasse. Werdet ihr denn ja sehen. Oh oh, Alarm und es wird was zerstört. Das heißt, wir haben zu wenig Muni da oben. Okay, also Abfahrt. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Muni mit. Oh, schnell, die Aliens greifen an. Oh, und sie haben auch schon Mauern und Turrets zerstört. Wahnsinn. So, schießen tut man mit Leertaste. Ja, wir sind ja dabei. So, reparieren kann man auch, indem man hier, da, Reparaturkits herstellt.
Wo war die Muni? Da unten. Da war wohl einfach zu wenig Muni drin. So, dann nimmt man das Reparaturkit, hält fest und dann wird die Mauer repariert. Oder eben halt das Turret, je nachdem, was man reparieren möchte. So, dann füllen wir das erstmal wieder komplett auf hier mit Muni. Und dann reparieren wir nochmal zu Ende hier. So, diese kleinen roten Dinger, die hier oder pinken Dinger, die hier rumliegen, das sind Alien-Artefakte. Allerdings kleine, die kann man dann nachher zu richtigen, also zu großen verarbeiten. Das ist auch Teil der Mod. Bei Vanilla kriegt man eigentlich durch das Töten von den Aliens nichts. Dazu muss man immer die Basen von den Aliens zerstören, um eben halt diese Artefakte zu bekommen. Aber ich finde das mit der Mod so besser. Das ist irgendeine von Bob seinen Mods. Okay. Dann wollten wir jetzt uns mit Yuokis, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche, Yuokis Industries, ja, Yuoki. Und hier ist Yuoki Energy, aber da sind die Solardinger, sind hier noch nicht dabei. So, Munition hat man noch ein bisschen was, das heißt, hier kann man was reintun. Dann brauchen wir Erzförderer, Erzförderer, Erzförderer. Und Strom brauchen wir hier oben. Das haben wir jetzt fertig. Wir wollten haben nachher. Wo wollten wir uns denn hinbewegen? Hier, da wollten wir hin. Das heißt, wir brauchen das. Das können wir noch nicht forschen, weil da fehlt uns noch dieses. So, wenn man so weit entfernte Sachen hat, kann man eigentlich auch hier diese großen Strommasten bauen. Die haben dann noch eine weitere Entfernung, nämlich 30 ist die Kabelreichweite und hier ist sie nur 9. Das heißt, hätten wir jetzt hier nur 1, 2, 3 wahrscheinlich gebraucht. Aber wir haben es ja. So, hier bauen wir jetzt mal diese Brocken ab. Bin mal gespannt, ob das die richtigen sind. Jo, das sieht gut aus. So, jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir die erstmal kaputt crashen. Huch, da war wieder die Forschung dazwischen. Wir wollen das hier machen. Zack. Das heißt, wir brauchen jetzt so einen Crusher. Und danach brauchen wir so eine Presse. Ein Crusher. Zack. Da kommt der ganze Spaß rein und der Crusher soll uns das crushen. Und der braucht dann auch noch Brennstoff. Das heißt, von hier holen wir auch noch mal Kohle. So, dann brauchen wir mal Strom. Und Wasser braucht das Ding auch noch. Stimmt, Wasser brauchten die auch immer noch. Dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier oben irgendwo eine Wasserquelle haben. Müsste eigentlich auch auf der Karte eingezeichnet sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob das die hier sind. Ne, hier gibt es irgendwie keine Wasserquelle. Das ist ja interessant. Weil es hier überhaupt kein Wasser gibt. Also mal gibt es auch noch so wie Ölquellen, gibt es auch noch mal Wasser auf der Karte. Aber, also es ist auch eine Mod, gibt es im Vanilla auch nicht. Was wollten wir jetzt? Das wollten wir jetzt, Silikon Processing. Tja, scheiße. Da, was ist das? Das ist Eisen. Ist das die Farbe von Eisen? Das ist Eisen. Das heißt, vor dem Eisen ist noch irgendwas Blaues. Was ist denn das? Da ist Wasser. Juhu! Sehr schön. Dann haben wir die Frage ja schon erledigt. Das heißt, wir müssen dann auch noch diese Wasserpumpen erforschen. Wo sind sie? Pumpjacks Research. Da kann man Pumpjack mitbauen. Damit kann man einen Water Pump Jack bauen. Alles klar.
Also müssen wir als nächstes die Wasserdinger erforschen und dann müssen wir von hier das Wasser nach da oben legen. Das heißt nochmal für mich, das Wasser, aber hier oben gibt es kein Wasser. Okay, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen freuen. Auch Kommentare sind immer sehr gerne gesehen. Und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, würde mich das natürlich auch freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.